Tobias, herzlich willkommen. Du bist Sportwissenschaftler, du bist Lehrer für Qigong auf alle Fälle, wahrscheinlich auch Ausbilder. Du bist der Leiter der Tai Chi Dao Akademie und hast die Europäische Tai Chi Dao Akademie aufgebaut, warst bis 2021 ihr Direktor. Ich kenne viele Leute, die bei dir gelernt haben. Du machst wunderbare Veranstaltungen, auch online. Und du warst genauso Präsident und Cheftrainer der Europäischen Tai Chi Gesellschaft. Dich hat schon immer die medizinische Wirkung von Tai Chi und Qigong interessiert. Und so hast du bei deiner Magisterarbeit das Thema gewählt, ganzheitliche Selbsthilfemethoden aus dem Qigong zur Behebung chronischer Schmerzzustände an der Wirbelsäule. Du hast von 2008 bis von 2006 bis 2008 warst du Lehrbeauftragter für den Bereich Tai Chi und Qigong am Institut für Sportwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Und aktuell bist du noch, denke ich, so, ich habe es so verstanden, du bist beratender Mitarbeiter an der Universität Wittenherdecke und beteiligst dich an Studien zur Wirkung von Qigong-Übungen. Ich habe jetzt gleich mal eine Frage an dich. Wie bist du eigentlich auf das Thema deiner Magisterarbeit gekommen? Ja, liebe Sonja, liebe Anwesende, ja, schön, dass wir heute Abend hier zusammen sprechen können. Danke auch nochmal für die Einladung an die Bundesvereinigung, an die Chilin-Akademie und danke, Sonja, an dich, dass du heute der Host bist. Ja, danke auch für die kurze Vorstellung. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin ja hintenrum zur Sportwissenschaft gekommen. Das heißt, ich habe ja von Kindesbeinen an trainiert. Nicht nur Qigong, ich bin wirklich mit dem äußeren Weg angefangen. Ich bin wirklich auch über das Tai Chi angefangen. Also, nein, also erst die ganz normalen äußeren Sachen und dann später Tai Chi und danach dann erst Qigong. Und bin dann quasi, nachdem ich da schon so richtig drin war, ich hatte auch schon angefangen zu unterrichten, zufällig auf die Sportwissenschaft gestoßen. Das heißt, die Leidenschaft, sagen wir mal, war fürs Üben, fürs Unterrichten, die war zuerst da. So, ne, die habe ich also mit reingebracht. So was ich eigentlich meine Intention hinter dem Sport- und Sportmedizinstudium war, dass ich einfach das tiefer verstehen wollte, was da passiert. Ne, das war so überhaupt erst der Hauptantrieb. Ich wollte da richtig rein, wollte verstehen, was sind denn, wie funktioniert das, was sind die Mechanismen und so. Ne? Und dementsprechend war das natürlich logisch, dass ich das irgendwie auch fortgeführt habe. Also in meinem Studium habe ich mich immer schon mit den wissenschaftlichen Studien, die damals zugänglich waren, das ist ja alles schon ein bisschen her, das war ja noch, ich habe Uni 2006 abgeschlossen, bin aber Ende der 90er Jahre angefangen zu studieren, habe mir viel Zeit gelassen, weil ich intensiv trainiert habe die meiste Zeit und habe mein Training mit Studium begleitet quasi. Und habe dann, als ich dann so in diese wissenschaftliche Welt anfing einzutauchen, habe ich so ein bisschen einfach so dieses Interesse gehabt, so was weiß man denn überhaupt? Das war damals noch gar nicht so leicht, weil da war ja so mit wissenschaftlicher Recherche im Internet und so, das war nicht so leicht, ne? Das Internet war noch nicht so stark wie heute, die medizinischen Datenbanken waren noch nicht so leicht zugänglich und so, das war alles ein bisschen aufwendig. Habe das aber trotzdem gemacht und habe das studienbegleitend im Rahmen von Projekten immer wieder gemacht und habe dann, also dieses spezielle Thema habe ich für mich entdeckt, weil ich halt damals, Anfang der 2000er, eine spezielle Fortbildung zum Thema Qigong und Wirbelsäule halt auch gemacht hatte, über ein Jahr, also als Aufbau zu meiner Qigong-Lehrerausbildung damals. Und da habe ich gedacht, so Mensch, das ist ein spannendes Thema, das ist so ein Thema, da begegnen sich Ost und West irgendwo in dieser vermeintlichen profanen Thematik Rückenschmerz, so, die man ja auch aus so einer mechanistischen Perspektive betrachten kann, ne? Also wie es ja häufig orthopädisch gemacht wird. Und jetzt kommt da so ein Qigong-Ansatz und der hat nochmal ganz andere Ideen von Qi-Fluss in den Meridianen und in der Wirbelsäule und so, wo jetzt die Sportwissenschaft gar nichts von kennt. Und dann habe ich versucht, eine Brücke zu schlagen. So, ne? Das hat mich interessiert. Also ich wollte erstmal evaluieren, was ist da überhaupt dran? So, ich hatte für mich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Übungen selbst gemacht und auch im Unterricht. Aber ich wollte auch gucken, was ist dran. Und meine Motivation war, sagen wir mal, in der Art auch, ich wollte das auf der einen Seite, also die Ergebnisse evaluieren
gucken, ob es wirklich so wirksam ist, wie ich da mir das selbst dachte. Und auf der anderen Seite wollte ich gucken, wie ich Ost und West vereinen kann. Also ich habe damals in meiner Magisterarbeit ist ein bisschen ausgeartet. Ich habe 200 Seiten geschrieben. Ich habe auch lange geschrieben. Ich habe 2 Jahre geschrieben an der Arbeit, von 2004 bis 2006. Und ich habe halt ganz viel auch eben in einem Grundlagenforschungstag gemacht, obwohl es eine empirische Arbeit war, eben zu diesem Thema, wie ist denn Ost und West und wie kommt das zusammen? Wie geht das nach welchen wissenschaftlichen Modellen gibt es überhaupt? Ne? Wenn man erstmal die Wissenschaft so als Fixum annimmt, wie geht das zusammen? Sowas wie ein Chi-Begriff und eine westlich-wissenschaftliche Perspektive. Das war auch das, was ich irgendwie wissen wollte, was ich im Rahmen der Arbeit so ein bisschen erforschen wollte. Also neben dem empirischen Interesse an der Wirksamkeit dieser spezifischen Übungen. So. Also da bin ich dann schon relativ früh, sagen wir mal, eben in diesen Ost-West-Dialog halt und im Versuch dieser Vereinbarkeit dieser doch sehr unterschiedlichen, teilweise doch sehr unterschiedlichen Perspektiven halt reingerutscht. So, ne? Du hast ja gerade gesagt, dass da viel empirisches Material dabei war. Wie lässt sich denn das, was man erfährt bei den Übungen, überhaupt abbilden? Also wie kann man denn das erforschen? Naja, also was man bei Übungen erforschen kann, das ist ja so, für uns Übende steht ja primär das innere subjektive Erleben im Vordergrund. Ne? Ich fühle das, dann wird es schon richtig sein. Das ist ja so vielleicht so eine Maxime, die man häufig beim Üben hat. Aber es ist natürlich so, es ist mal ganz simpel. Wenn du die Übung mit einem gewissen Ziel beginnst, zum Beispiel ich übe Qigong, weil ich mich weniger gestresst fühle, viel fühlen möchte, was viele Leute haben ja solche Ziele, ne? Wenn sie sich mit Taiji oder Qigong beschäftigen, dass sie zum Beispiel Stress reduzieren möchten, das kannst du ja messen. Na, das kannst du über Fragebögen messen, das kannst du etwas aufwendiger apparativ messen, das kannst du über das Blutbild messen, über Stresshormonkonzentrationen etc. Das heißt, es gibt zu vielen inneren subjektiven Erlebenszuständen, gibt es natürlich, gibt es zumindest in Teilen, gibt es Dinge, die man abbilden, die man messen kann. Das hängt natürlich ganz davon ab, was es ist. Ne? Von ganz einfachen Dingen wie Fragebögen, einfach, wie geht's denn dir jetzt? Geht's dir jetzt irgendwie besser als vorher, bevor du den Kurs gemacht hast? Ne? So allgemeines, so unspezifische Fragebögen, so das Wohlsein im Leben erfragen, bis hin zu ganz spezifischen Fragebögen, die halt wirklich, sagen wir mal, auf spezifische medizinische Zustände halt abzielen, wie Depression, spezifische Rückenbeschwerden. Gibt es überall individualisierte Fragebögen und es gibt ja natürlich objektivierbare Tests, die wirklich mit Instrumenten funktionieren. Du kannst, wenn du sagst, pass auf, der Rücken tut mir weh und ich hatte jetzt gehofft, das Tai Chi Qigong Training macht das besser, dann kannst du die Gewebsspannung über Druckmessungen halt analysieren. Du kannst das theoretisch sogar mit Ultraschall untersuchen. Gibt es immer alles mehr oder weniger aufwendig halt Möglichkeiten, solche Übungsergebnisse auch also zu evaluieren halt. Ne? Ja, aber dennoch möchte ich noch mal nachhaken. Wir haben es ja eben mit Methoden zu tun, die schwer messbar sind, ja. Und wir sagen auch, also so auch in anderen Methoden haben wir oft gesagt, ja, wir wissen, dass es wirkt, aber die Wissenschaft, die will das dann noch beweisen. Also da sehe ich so eine Diskrepanz drin, ja. Ja, das ist die Frage, ob das wirklich so, das bezieht sich natürlich insbesondere auf so Dinge wie den Qi-Begriff, ne? Also wenn es in die feineren Ebenen geht, wo einfach das östliche Westbild mit dem westlichen nicht deckungsgleich ist, wobei das sich ja auch alles in modernerer physikalischer Forschung, Quantenphysik und so, für die ich jetzt kein Experte bin, aber doch zu relativieren scheint. Aber es geht ja insbesondere um diese Dimensionen. Ne, es gibt ja aber Leute, die mit ganz unterschiedlichen Intentionen an so ein Training rangehen. Die Intentionen können ja auf jeder Ebene des Seins sein. Die können auch einfach bei körperlichen Dingen sein. Die können bei energetischen Phänomenen sein, bei emotionalen Prozessen, bei geistigen Zuständen. Und dementsprechend unterscheidet sich das, finde ich, deutlich. Also was man messen kann und was man nicht messen kann. Also dass man das nicht messen kann, finde ich, ist nicht richtig. Also es gibt zum Beispiel, also auch, das ist ja auch so eine. Also wir haben eine gewisse Krux, dass natürlich die Wissenschaft kommt aus einer sehr materialistischen Perspektive grundsätzlich daher. Wobei sie in den letzten Jahren auch in einem Paradigmenwechsel ist, dass dieses newtonsche Physik, wir messen physikalische Kräfte, biochemische Marker und so, erweitert sich ja alles, dass man begreift, dass das nur ein Teil ist. Ich glaube aber, sagen wir mal so, wenn du jetzt dir anguckst, was Qi ist und sagst, Qi ist das Potenzial, etwas zu tun,
sag mal, in deinen Organen, in deinen Lungen, wo auch immer, dann kannst du das ja, das kannst du ja ableiten. Na, ich glaube, dass diese Frage, diese Idee, dass das alles nicht messbar wäre, dass das nicht ganz richtig ist. Also erstmal verändern sich wissenschaftliche Messverfahren, weil es Weiterentwicklungen gibt. Also es gibt zum Beispiel Wärmebildaufnahmen von, was passiert, wenn man Moxibustion, also ne, Wärmebehandlung mit Beifußkraut über gewissen Akupunkturpunkten macht, dass dann plötzlich mehr Meridianstrukturen ansatzweise sichtbar werden. Dasselbe gibt es mit, indem man radioaktive Isotope spritzt, ne, dass man die in Akupunkturpunkte appliziert und plötzlich wandern die entlang der Meridiane und ähnliche Dinge. Also insofern stimmt das nicht, dass man das alles nicht messen könnte. Das sind nur Randbereiche oder es gibt Biophotonenmessungen, was sich sehr esoterisch anhört, was aber Biophysik einfach ist. Es ist ein echt wirklich, es ist ein sehr, sehr weites Feld und ich glaube nicht, dass es stimmt, dass man es nicht messen kann. So, also man kann einige Dinge nicht messen, weil wissenschaftliche Modelle begrenzt sind. Ich würde das so sagen, wir haben in den Übungen haben wir eine sehr weite Sicht. Ne? Wir haben ja auch diese Sicht, wenn man jetzt mal die klassische daoistische Sicht nimmt von Jing-Chi-Shen, ne? Sagen wir mal Körper, Energie, Geist oder Seele, ist ja auch so ein Modell, das von unten nach oben aufbaut und die Wissenschaft nähert sich von unten, von der Essenz, von der Struktur her und baut sich langsam im Rahmen ihrer Modellentwicklung nach oben auf. Und man kann auf den unteren Ebenen auf jeden Fall was messen. Ich finde das. Ja, das finde ich erstmal wichtig festzuhalten. Und diese Polarisierung, die da häufig stattfindet, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Motive das immer hat. Nach dem Motto, es ist ja wahr, aber man kann es nicht messen. Also ich glaube, dass gute Übungen auch immer Wirkungen haben. Ob die mit wissenschaftlichen Methoden gemessen werden können oder nicht, das ist mal was anderes. Aber wenn ich was tue und das hat keine Wirkung, warum sollte ich es dann tun? Ja, also auf die Wirkung wollten wir dann noch mal eingehen. Jetzt mal eine Verständnisfrage von unseren Teilnehmern. Was Biophotonen sind. Vielleicht kannst du da doch noch mal kurz drauf eingehen. Der Andreas hat es auch schon versucht. Dankeschön. Aber ist vielleicht ganz nützlich. Magst du das mal kurz erläutern? Ja, also das hört sich wirklich sehr esoterisch an, aber wie gesagt, das war damals schon, als ich meine Arbeit geschrieben habe, das ist auch schon fast 20 Jahre her, war da schon Stand der Wissenschaft, was aber im allgemeinen Bewusstsein überhaupt nicht angekommen ist. Wir müssen uns auch klar machen, dass das, sagen wir mal, das Informationsniveau, das in der Öffentlichkeit herrscht, im Weltbild, in weiten Teilen weit hinter der aktuellen Forschung zurück ist, weil das kommt immer erst verzögert an. Ne? Es kommen so erst die Ideen, dann wird das bestätigt in der Wissenschaft und dann kommt das an. Und ich glaube, von Biophotonen haben die wenigsten gehört. Und da gibt es Forschungen zu, die kommen wirklich nicht aus dem esoterischen Bereich, sondern die kommen aus der Lebensmittelforschung von großen Industrieunternehmen, dass man anhand der Fähigkeit, gibt wirklich eine Fähigkeit, Licht zu speichern. Das hört sich wirklich total esoterisch an, aber es ist hundertprozentig deckungsgleich mit daoistisch, in Anführungszeichen, esoterischem Wissen. Das heißt, wenn wir Lichtstrahlung ausgesetzt sind, dass man das speichern kann und das an der Art und an der Länge oder wie lange und wie viel Licht nachher von dem Körper emittiert wird, also abgegeben wird, man eine Aussage über den Zustand der Zellen haben kann. Da gibt es eine Korrelation zum Beispiel zu Krebszellen, dass sie das weniger können. Ja, und dass also besonders gute Zellen halt, das nennt sich Delayed Luminescence, also wenn man eine gewisse festgesetzte Lichtmenge auf ein Zellverband abstrahlt, dass er, je gesünder der Zustand ist, dass er das dann halt länger mit hochsensiblen Kameras, das sind Dinge, die können unser Auge nicht unbedingt sehen, also normales Auge, vielleicht sehr trainierte Augen schon, ne? Dann setzt das noch Lichtmengen frei. Und das erlaubt, wie gesagt, einen Rückschluss auf die Gesundheit der Zellen. Und das wird halt eingesetzt in der Lebensmittelforschung. Na, das ist also, wie gesagt, das ist Physik, pure Physik. Dankeschön. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen in die Gegenposition, ja, zur wissenschaftlichen Forschung. Wenn ich davon ausgehe, dass wir ja Künstler sind, ja, Bewegungskünstler. Das ist ja, also so bezeichne ich das oft, dass wir machen eine Bewegungskunst. Da ist vieles davon
was sich ereignet, auch im Moment. Ja? Und es ist eine Erfahrung. Und ist es nicht so, dass so eine Kunst auch Freiheit braucht? Und könnte es nicht sein, dass man mit wissenschaftlichen Parametern und deren genauen Erforschung in verschiedenen Disziplinen, die man dann ja wieder spezialisiert, dass es dann nicht ein bisschen eingeengt wird? Ist natürlich, Information ist immer Reduktion von Möglichkeiten. Das heißt, sobald ich etwas beschreibe, schließe ich etwas anderes aus. So, das ist natürlich so. Und es kann natürlich, sagen wir mal so, individuelle, zeitgebundene Wahrheiten geben. Aber es gibt natürlich hinter all dem universelle Prinzipien. Ne? Also wenn ich jetzt sage, wonach fühle ich mich, dann wird sich das wahrscheinlich von dem unterscheiden, wonach dem du dich gerade fühlst. So. Ne, weil jeder gerade einen anderen individuellen Zustand hat, aber nichtsdestotrotz liegt dahinter ja eine Matrix der Grundbefindlichkeiten des menschlichen Fühlens. Ne, welche Bedürfnisse haben wir gerade, welche Emotionen können wir im Schnitt erleben? Und diese Matrix, die liegt ja dahinter. Es ist ja nicht, als ob dieser Raum der Freiheit sich im Nirvana begegnet, wo das ist ja seltenst der Fall, sondern wenn du die anguckst, im Prinzip ist ja das auch, was Menschen als Freiheit benutzen, im großen Teil sind es einfach eine freie Zusammensetzung von mehr oder weniger ähnlichen Grundelementen. Auch wenn einer ganz individuell aussieht, ne, dann wirst du, wenn wahrscheinlich niemand der Teilnehmer so angezogen ist, wie du und ich das jetzt sind, dann ist trotzdem wahrscheinlich anzunehmen, dass der eine oder andere vielleicht ein Poloshirt trägt, wie ich das tue, der andere trägt vielleicht einen Schal, wie du das tust. Das heißt, die Grundelemente tauchen wieder auf. Und das sind natürlich Elemente, die man auch beschreiben kann, die sich dann neu zusammensetzen. Und das ist jetzt so eine aus einer Alltagsperspektive geschaut. Da gibt es aber, ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich möchte mal eine Ketzerfrage stellen, nämlich die Frage, warum haben wir dann überhaupt formhafte Übungen? Also in der klassischen daoistischen Unterweisung gibt es ja sogenannte formhafte Übungen, Youxing Gongfa, und formlose Übungen, Wuxing Gongfa. Einige werden sicherlich mit beiden Kontakt bekommen haben. Das, was man am Anfang meistens lernt, sind formhafte Übungen. Eine Übung wie, weiß ich nicht, Baduanjin, eine spezifische Taiji-Form. Die hat ein bestimmtes, erstmal relativ fixiertes Aussehen, die folgt bestimmten Prinzipien. Das ist ja die gängigste Form, wie das unterrichtet wird. Dann gibt es aber noch was ganz anderes, wo in Deutschland, glaube ich, nicht so viele Leute mit Kontakt gehabt haben, eben diese formlosen Übungen. Da ist der bekannteste Vertreter vielleicht das Zifagong, also das spontane Qigong. Was bei uns in Deutschland, glaube ich, im Moment nicht so bekannt ist, wo auch noch einige alte Hasen sicherlich schon Erfahrungen mitgesammelt haben. Das gehört aber in der klassischen daoistischen Methodik, folgt man einem bestimmten Stufenplan. Und der Stufenplan ist also quasi, dass man anfangen mit Form und Struktur beginnt, Grundbausteine lernt. Und wenn man diese Grundbausteine hat, dann fängt man an, mit denen kunstvoll zu arbeiten. Das andere wäre ja, also wenn du in den Unterricht gehst, dann gibt es ja auch der, warum gehst du zu einem Lehrer? Weil der Lehrer hat etwas, der hat ein Methodenverständnis. Und wenn du da genau reinguckst, dann hat er eine Vorstellung, wenn du diese Übung machst, dann solltest du da und darauf achten. Warum? Weil diese Übung meistens ein Ziel hat. Und dieses Ziel wird erreicht, wenn du bestimmte Anforderungen an die Übung erfüllst. Und wenn du davon abweichst, dann kann es sein, dass da was anderes bei rauskommt. Dass nichts bei rauskommt, dass Probleme bei rauskommen, dass das Ergebnis nicht erzielt wird. In seltensten Fällen könnte es sein, dass das Ergebnis vielleicht sogar besser wird als vorher. Wenn du einen besonderen Zugang halt hast, ist alles möglich. Aber das ist ja gerade der Sinn des Lehrens, dass der Lehrer eine korrektive Information gibt, dass er nicht nur Informationen vermittelt, sondern auch korrigiert. Und jede Korrektur setzt ja voraus, dass es etwas gibt, was richtig und was falsch ist. Und das ist halt auf dieser ersten Ebene des Übens, dieser formhaften Übung, gibt es halt klare Ziele. Es gibt klare Bausteine. Und da, ja, da gibt es ein richtig und ein falsch. Auch unserem Ego, da schmeckt, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Das ist mal, steht mal auf einem ganz anderen Blatt. Wir sind ja in unserer wunderbaren westlichen, doch sehr überindividualisierten Welt in einem ziemlichen Kontrapunkt zu Asien, ne, wo wir sagen, Hauptsache, mir muss es schmecken. Ne, das ist ja was, was sehr dem aktuellen Zeitgeschehen entspricht, was typisch westlich ist, was gar nicht in allen Kulturen und allen Zeiten so gehandhabt wird und wurde. Und ich finde, das ist einfach ein kleiner Ausschnitt von dem. Ich will das nochmal an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Also ich hatte mal eine schöne Erfahrung mit einem Freund, der hat Kunst studiert, wo er von Bewegungskunst sprach. Der war so bildender Künstler, gemalt und gezeichnet, ein bisschen Bildhauerei gemacht. Und der kam jetzt aber nicht aus Deutschland, der kam aus Bulgarien. Ich glaube, er guckt heute Abend nicht zu. Und der studierte in einer deutschen Kunstakademie und er hatte zwei sehr unterschiedliche Verfahren erreicht. In Bulgarien
hatte er eine klassische Ausbildung in Malen, in Zeichnen, also wie man sich das vorstellt, die alten Meister kopieren, das sind formhafte Übungen. Und das ist der klassische Weg, wie auch viele Künste gehen, ne? Dass du sagst, du lernst Handwerk, du lernst Fähigkeiten und aufbauend auf dem lernst du dann das Individuelle, also deinen eigenen Stil, deinen eigenen Ausdruck. Und ich finde das ja auch ganz vernünftig, weil wenn ich jetzt sage, ich lerne jetzt irgendwie den Zeichenstil von einem Dürer oder den Malstil von einem Picasso zu kopieren, dann kann ich sicherlich daraus ganz viel lernen. Und ob ich so halt nur so genial bin wie ein Picasso, egal was für ein Künstler ich mich halte, das sei mal dahingestellt. Also ich kann ja einfach viel lernen, weil indem ich das mache, profitiere ich ja von den Erfahrungen der Menschen, die vorher da waren. Das ist ja genau das, was formhafte Übungen sind. Formhafte Übung ist ein festgehaltenes Wissen, wie man durch bestimmte Prozesse auf den verschiedenen Ebenen des Menschseins eine bestimmte Veränderung erreicht. So. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Wenn ich das nicht täte, dann kann ich gleich sagen, folge nur deinem Gefühl. Sondern dann muss man sich fragen, wofür brauche ich eine Lehre? Wofür brauche ich eine Tradition? Warum sage ich nicht nur, folge deinem Gefühl? Es gibt natürlich Individuen, für die geht das. Ich kenne auch Menschen auf dem Übungsweg, die das gemacht haben. Aber aus der klassischen Sicht sind das Menschen, die mit einem unglaublich hohen Potenzial kommen. Wo vielleicht alles ganz dicht unter der Oberfläche sitzt und es muss nur freigelegt werden. Aber das ist halt realistisch gesehen nicht bei jedem Menschen so. Nicht jeder Mensch kommt mit demselben, das klassische Wort ist Karma, oder dem chinesischen Yin-Guo, also mit demselben vorgeburtlichen Potenzial. Manche Menschen müssen das sich erst erarbeiten. Und dieses Erarbeiten findet halt durch die Grundlagenschulung statt. Und die ist halt formhaft. Die folgt Regeln und Strukturen. Da kann man sagen, was ist falsch und was ist richtig. Und wenn man das hat, dann kann man anfangen, frei zu arbeiten. Das ist genau wie in der Kunst. In der klassischen Kunst fängst du an eben mit diesem Kopieren. In der westlichen Kunst fängt man gerne an mit, was ist dein Ausdruck? Also was ist dein Gefühl? Bring dein Gefühl aufs Blatt. In der klassischen Kunst ist, lern erst das, die Bausteine, das Handwerk und danach suchst du dein eigenes, deinen Ausdruck, deine Individualität. Ne? Und da muss man halt wissen, was ist das Ziel? Wenn das Ziel nur Selbstausdruck ist, dann kann man sagen, ist ganz egal. Regeln sind egal, Prinzipien sind egal. Wenn aber das Ziel ein Ergebnis ist, ich möchte einen bestimmten Zustand dadurch erreichen, bestimmte andere Zustände verlassen. Ich möchte wirklich, ich möchte mehr Ruhe, mehr inneren Frieden, ich möchte mehr Gesundheit, was ja die Motive für die meisten Menschen sind. Ich möchte mehr Einsicht über mich und die Welt. Das sind doch klare Ziele. Viele Leute sind nicht so formlos, wie sie das glauben, wenn sie genau auf ihre Motive gucken. Und da gibt es einfach Wege, auf denen erreichen wir das und erreichen wir das nicht. Und die Wissenschaft kann dann mit ihrer Methodik, nicht mit ihrem Methodik, mit ihren Messmethoden, aber mit diesem logischen, klaren Denken, darum geht es ja in der Wissenschaft, nicht auf subjektiven Annahmen beruhen, sondern mit logischem, klarem Denken auch herausfinden, habe ich denn mein Ziel erreicht? Ich kann ja auch eine wissenschaftliche Methodik für mich benutzen. Ich kann auch sagen, ja, was wollte ich denn überhaupt mit dem Üben? Was war meine Sehnsucht? Was war mein Ziel? Egal, ob ich jetzt durch mein Herz oder meinen Geist motiviert bin oder durch eine Mischung von beidem. Ja, habe ich das denn erreicht? Ne? Ja, vielen Dank für diese wunderbare Erklärung. Tobias, welche Studien gibt es denn schon auf dem Gebiet von Tai Chi und Qigong? Das ist jetzt ein bisschen vielleicht schwierige Frage, aber kannst du dazu was sagen und wo man die finden kann? Ja, also das ist natürlich mit den Studien ist so eine Sache. Ne? Also es gibt aktuell ca. 50.000 Studien nach meinem Kenntnisstand zum Thema Tai Chi und Qigong. Also ich bin kein hauptberuflicher Tai Chi und Qigong-Forscher und selbst wenn ich das wäre, hätte ich allenfalls nur einen Überblick über mein Fachgebiet. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal so für erste Fortbildung mal versucht, so Querschnitte zu machen und so hunderte von Literaturquellen zusammengesucht, aber da bin ich schon lange nicht mehr drin. So, sag mal so, was ich nicht leisten kann, ist natürlich zu sagen, so ist der aktuelle Erkenntnisstand. Ne? Da gibt es ganze Kongresse mit spezialisierten Forschern, wo jeder in seinem Fachgebiet, im besten Fall in seinem Fachgebiet, das sagen kann. Insofern ist das ein schwieriges Unterfangen, was es an Studien gibt, oder geschweige denn, was haben wir denn für einen Forschungsstand? Ne? Das ist eine große Schwierigkeit. Wenn die Frage darauf abzielt, zu sagen, wir würden ja alle gern wissen als Übende und Lehrer, dann hätten wir ja gerne alle eine Unterstützung aus der Wissenschaft, dass wir sagen, jawohl, wir haben es ja immer gewusst. Die Wissenschaft hat jetzt bewiesen, es ist so, wie wir es gefühlt haben. Ne, das ist ja doch wahrscheinlich die tiefere Sehnsucht hinter dieser Frage, dass wir uns mit sowas beschäftigen. Ne? Und so, dass es
von außen anerkannt wird, dass wir als Lehrer vielleicht noch mal ein bisschen Rückhalt kriegen, dass wir vielleicht, wenn wir Zweifel haben, diese Zweifel aufgehoben werden. Ja, eine Schwierigkeit, die erstmal grundsätzlich dabei gilt, ist natürlich, was ist denn überhaupt Tai Chi Qigong? Wenn du 50.000 Studien hast, dann was ist die Frage, was wurde da untersucht? Also es gibt eben durch diese unglaubliche Heterogenität, die wir in unseren Stilen haben und Methoden. Das ist ja jeder macht es ja immer anders als der andere, jeder Stil, jede Methode und dann die Lehrer im selben Stil auch nochmal wieder häufig anders in derselben Methodik. Dadurch haben wir ein wissenschaftliches Problem, nämlich wir haben eine schwierige Vergleichbarkeit. Das heißt, wenn die Frage ist zu klären, was wissen wir überhaupt über die Wirksamkeit von Tai Chi und Qigong, da müssen wir uns erstmal fragen, ja, was wurde denn da überhaupt untersucht? Na, und da gibt es natürlich so einfache so Sachen, wenn jetzt 8 Brokate untersucht wurden oder Peking-Formen, also die einfach eine hohe Verbreitung haben, die einen relativ hohen Standardisierungsrahmen haben, dann ist es natürlich leicht. Ja, also das will ich nochmal kurz vorweg schicken. So, ne? Also das ist, wenn wir es wirklich wissenschaftlich sehen, dann müssen wir wirklich wissen, was wir mit was vergleichen. Und das ist mir nochmal auf den letzten Kongressen aufgefallen, dass wir durch diese Heterogenität ein echtes Problem haben. Na, wenn du beim Yoga oder so, glaube ich, oder in vergleichbaren Übungsdisziplinen, die so auf einer Welle mit uns mitschwimmen, ist es vielleicht ein bisschen leichter, weil die Differenzierung in den Stilen vielleicht nicht so hoch ist, wie sie bei uns ist. Ja, deswegen die Aussage Tai Chi und Qigong ist gut oder gegen für, lässt sich leider so einfach nicht sagen. Es gibt trotzdem so ein paar Sachen. Ich habe noch mal ein bisschen meine Unterlagen gesichtet. Was man auf jeden Fall relativ klar sagen kann und auch logisch herleiten kann, ist, zum Beispiel, dass Tai Chi und Qigong recht gute Wirkungen auf die Haltung und auf den Gang halt haben. Ne? Gang insbesondere wichtig für ältere Menschen. Ne? Ihr kennt vielleicht diese Kaskade, erhöhtes Sturzrisiko im Alter, Risiko von Knochenbrüchen, insbesondere Oberschenkel-Halsbrüchen. Ne? Habt ihr eine Sterblichkeitsrate von 10 bis 20% nach solchen Stürzen. Da geht es also um wirklich lebenswichtige Faktoren. Und da ist gerade natürlich Tai Chi. Qigong, würde ich sagen, hängt sehr stark vom Stil ab. Ne? Also was da genau gemacht wird. Aber Tai Chi gerade durch die Belastungswechsel, den Fülle-Leere-Wechsel, ist natürlich eine wunderbare Gleichgewichtsschulung. Ne, das würde jedes sporttherapeutische Interventionsprogramm vermutlich ganz ähnlich machen. Ne? Also auch ganz ähnliche Schwerpunkte setzen. Und das weiß man also, da gibt es auch eine Cochrane-Review zu, dass also Tai Chi-Training, da kann man davon ausgehen, dass relativ unabhängig vom Stil wir also eine signifikante Senkung des Sturzrisikos bei älteren Menschen haben. Na, und damit wirklich einen starken gesundheitsschützenden Effekt halt haben. Was gibt es noch? So grundlegend ist uns natürlich allen klar, dass Tai Chi und Qigong viel auch mit dem Stressniveau machen. Und da wir halt auch in dieser Körper-Geist-Interaktion arbeiten, natürlich auch grundsätzlich eine gute Wirkung auf stressinduzierte Erkrankungen haben, von denen es ja viele gibt, ne? Viele psychosomatische Erkrankungen. Und da gibt es zum Beispiel ganz, ganz gute Befunde, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Ne? Da gibt es je nachdem, was man macht, bezieht sich häufig auch auf Tai Chi Training, weil Tai Chi hat ja noch so eine Zwitterstellung. Wir haben auf der einen Seite diesen Aspekt, dass Tai Chi natürlich auch irgendwo körperliches Training ist, ne? Je nachdem, wie es natürlich gemacht wird, ne? Weil die Stile sich da ja auch sehr unterscheiden, je nachdem, wie sie ihre Stände und Bewegungen ausprägen. Und plus diesen Aspekt halt der Ruhe und der Entspannung. Und man weiß, dass viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen einfach stark vom Stresserleben abhören. Es gibt wirklich sowas wie stressinduzierte Herzinfarkte. Ne? Und wenn wir da eine Mischung haben aus körperlicher Bewegung und Entspannung, das natürlich zwei sehr wesentliche Schutzfaktoren halt einfach adressiert, die einfach da häufig eine sehr gute Wirkung haben können. Wir haben aber ein Problem, nämlich was die Schutzwirkung, also die kardioprotektive Wirkung von Tai Chi angeht, nämlich das Problem der Intensität. Aus einer sportwissenschaftlichen Perspektive könnte man sagen, Tai Chi ist in den meisten Ausprägungen, eine mittel bis gering, also Herz-Kreislauf bezogen, eine mittel bis gering intensive Intensität im Verhältnis zu dem, was man sonst so an Interventionen machen kann und ist damit meistens eher für ältere Menschen angemessen. So, das kann man natürlich verändern, aber das hängt auch vom Stil ab. Das ist im Chen-Stil was anderes als vielleicht in anderen Stilen, die sehr hohe Stände und enge Positionen benutzen. Weil das einfach so die Regulationsfaktoren sind, über die man auf die Herz-Kreislauf-Belastung einwirken kann. So, Kognition, genau. Also in einigen Studien gab es
günstige Wirkungen, es waren auch Studien, an denen ich teilweise mitgearbeitet habe, günstige Wirkungen auf verschiedene kognitive Parameter, was Konzentration angeht, was unmittelbar plausibel natürlich ist. Aufmerksamkeitsspanne ist auch plausibel, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, da gibt es also Hinweise. Ne? Fürs Immunsystem gibt es ganz gute Hinweise, wobei man es auch gucken muss, genau was es wirkt. Also zum Beispiel gibt es eine günstige Beeinflussung von Entzündungsparametern, häufig durch Tai Chi Qigong-Praxis, was natürlich eine ganz wunderbare Sache ist. Was die Psyche angeht, ist natürlich unmittelbar klar. Stress erleben wird natürlich unmittelbar in der Regel positiv beeinflusst. Für Depressionen gibt es auch gute Ergebnisse. Da kenne ich mich dann wieder ein bisschen besser aus, weil es eines meiner Forschungsgebiete ist. Ja, in der Krebsbehandlung gibt es auch gute Ergebnisse. Allerdings in der Krebsbehandlung Tai Chi und Qigong werden meist nicht als Solotherapeutikum eingesetzt, sondern im Rahmen einer sogenannten multimodalen Therapie. Das bedeutet, dass die Therapie aus verschiedenen Bausteinen besteht. Ne? Also dass neben konventionellen Therapien auch vielleicht alternative Therapieformen halt benutzt werden. Und da sind Tai Chi und Qigong, spielen eine gute Rolle. Es gibt zum Beispiel ganz gute Ergebnisse zur Wirkung zur Senkung von Nebenwirkungen bei Chemotherapie. Ne? Also weil viele Menschen zum Beispiel bei Chemotherapie viel auch mit sehr unangenehmen Nebenwirkungen zu tun haben. Und da gibt es teilweise auch recht gute Befunde, dass einfach, dass diese harten schulmedizinischen Behandlungen häufig besser vertragen werden. So, ne? In der Orthopädie gibt es natürlich das ein oder andere an Befunden im Bereich Rückenleiden. Manchmal auch Schwierigkeiten, was macht Tai Chi denn wirklich mit den Knien? Da kann man mal genau drauf gucken. Ist es wirklich gut für die Knie? Muss man genau gucken, was man macht. Das ist eine kleine Wissenschaft für sich. So stark auch psychisch induzierte orthopädische Leiden wie Fibromyalgie, da gibt es auch ganz gute Erkenntnisse zu, dass es da häufig einen guten Einfluss haben kann. Das sind so ein kleiner Querschnitt zu den Dingen, die ich gerade so überschauen kann. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ohne Einfluss, diese ganze Komplexität angemessen einordnen zu können. Wie gesagt, um ganz sauber zu sein, müssten wir sagen, für welche Menschen, mit welcher Methodik genau, bei welchem Übungsumfang hat das gute Wirkungen bewiesen. So, ne? Aber das können wir hier in dem Rahmen nicht leisten. Genau, das sprengt das, was wir tun können. Ja, da gibt es zwei Fragen, die jetzt gleich hier ganz gut dazu passen. Einmal gibt es Informationen zu Studien aus China. Und die andere Frage war, dass die Bemerkung, dass ja Harvard sehr gelobt wird für seine Studien im Tai Chi und Qigong. Magst du darauf nochmal eingehen, auf diese zwei Sachen? Ja, Studien aus China ist ja immer so eine Sache, ne? Also die Chinesen sind ja sehr innovativ. Die haben ja schon vor vielen Jahren, also in den 60ern, 70ern, haben die schon Studien gemacht, die heute noch so ein bisschen, heute noch esoterisch klingen, so wie können Qigong-Meister durch Wei-Qi-Abgabe, also Wei-Qi-Fa durch Absendung von Qi-Zellkulturen in anderen Räumen verändern, und sie geben wirklich an Ergebnisse gefunden zu haben, wo natürlich jeder sagt, der damit arbeitet, super, ich habe es gleich gesagt. Na, und dann kommt die westliche Wissenschaft und nimmt das methodisch auseinander und sagt, die Studien sind alle methodisch unzureichend. Also, sagen wir mal so, aus einer westlichen Perspektive haben viele westliche Wissenschaftler ziemliche Vorbehalte. Die Chinesen sind da natürlich, weil das näher an ihrer Kultur sind, vielleicht ein bisschen offener. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, über deren methodischen Standards irgendeine Aussage zu machen. Das kann ich auch nicht. Aber der Eindruck ist entstanden, dass viele westliche Wissenschaftler eine große Skepsis haben und dass die Methodien nach westlich evidenzbasierten Kriterien nicht sauber genug sind, um wirklich verlässliche Aussagen zu machen. Ne, dass es zu viele Fehlerquellen gibt, etc. Das sei erstmal dahingestellt. Die andere Schwierigkeit ist natürlich, dass viele chinesische Studien nicht international publiziert werden und dass sie durch die Sprachbarriere im chinesischen Raum bleiben und gar nicht in westlichen wissenschaftlichen Datenbanken auftauchen, wo sie überhaupt für einen nicht-chinesischsprachigen Wissenschaftler auch zugänglich wären, um als Referenzquelle zu dienen. So, die Sache mit Harvard, fragte Andreas, ne? Also Harvard ist dann natürlich relativ, ich meine, hat natürlich ein hohes Renommee im Prinzip als Universität überhaupt. Und Harvard hat wirklich interessanterweise hat ein eigenes Tai Chi-Programm. Der Peter Wainey ist ein Medizinprofessor an der Harvard-Universität, im Aushon Medical Center.
für Komplementärmedizin, der hat ein eigenes Tai Chi-Programm gemacht. Aber eben, weil er selbst halt aus dem Tai Chi kommt und hat das dann nach westlich-wissenschaftlichen Standards aufbereitet, so und eben unter Gesundheitsgesichtspunkten. Die haben auf jeden Fall einiges natürlich an Studien gemacht, wobei ich auch da keinen kompletten Überblick habe. Ne? Eben weil es ist zu viel. Nochmal zu der Frage, wo findet man die Studien? Du hast gesagt, es gibt Datenbanken. Ist das möglich, da so ein paar Tipps zu geben, wo man suchen kann? Ja, also der beste Tipp ist, wenn man nach Studien sucht, es ist ja so, im wissenschaftlichen Prozess ist ja nicht so nach dem Motto, die Wissenschaft ist ja nicht immer so eindeutig. Wenn wir uns mit irgendeiner Frage beschäftigen, ist Sachverhalt A, ist es so oder ist es nicht so, dann werden wir teilweise Studien finden, die das bejahen und teilweise Studien, die das verneinen. Das kann mal relativ deutlich sich in eine Richtung verschieben, ne, oder auch in die andere Richtung, dass eine These bejaht oder verneint wird. Und deswegen ist natürlich das Einsehen von einzelnen Studien ist grundsätzlich, würde ich sagen, nicht sehr hilfreich, weil wir nichts wissen über die Methodik, wie sauber war die Methodik. Gibt es andere Studien, die zu ganz anderen Aussagen kommen? Das Sinnvollste, wenn man was sucht, ist nach Meta-Analysen zu suchen. Also für die damit nichts zu tun haben, Meta-Analysen sind halt Analysen, wo halt Wissenschaftler vorliegende Studien zu einer bestimmten Fragestellung analysieren und die dann überprüfen auf erstmal die methodische Sauberheit, um zu gucken, dass überhaupt die wissenschaftlichen Kriterien so sauber angewendet wurden, dass auch valide Erkenntnisse gewonnen werden können, dass dann Studien ausgeschlossen werden, die das nicht erfüllen, dass dann ein Resümee gebildet wird, was kann man denn, wenn man die Studie nimmt, die halt wirklich sauber konzipiert sind und dass man dann versucht, das auszuwerten, was kann man, lässt sich daraus sicher an Erkenntnissen gewinnen in einem Gesamtbild. Das erscheint mir der sinnvollste Ansatz. Natürlich braucht man dafür eine gewisse Menge an Daten, an Studien, die vorliegen. Das macht nicht leicht, das kommt nicht direkt am Anfang. Ne? Ist aber für einen Laien, der nicht in einem spezifischen Fachthema drin ist, vielleicht der leichteste Zugang. Also Stichwort Meta-Analyse suchen. Und wenn man sucht, ist die Nummer eins Quelle ist die Cochrane Collaboration. Das ist quasi ein weltweiter Wissenschaftlerverband. Die haben auch eine deutsche Website. Ich kann die mal kurz in den Chat schreiben. Oh, das ist toll. So. Das ist quasi eine Vereinigung, die hat sich quasi evidenzbasierter Forschung verschrieben. Das heißt, die machen Zusammenfassungen von Studien, Meta-Analysen das ist quasi ein bisschen, so kann man sagen, wissenschaftlich so der Goldstandard. Also der höchste Level, wo man sagen kann, okay, was die dann rausgeben, das gilt wirklich als gesichert. Natürlich gibt es auch Dinge, die wahr sind und richtig sind, ohne dass sie von denen evaluiert sind, aber wenn die zu einem bestimmten Schluss kommen, dann kann man davon ausgehen, dass es schon so richtig ist. So, ne? Wenn man auf einem etwas niedrigeren Niveau suchen will, dann kann man das auch in medizinischen Datenbanken. Der Fehmarn-Belt-Tunnel nach. So, denkt ihr vielleicht bitte nochmal an eure Mikros, dass ihr die aus habt. Eine gute Datenbank ist PubMed. Das ist die National Library of Medicine in den USA. Da gibt es einen deutschen Zugang, pubmed.de. Also PubMed ist manchmal kostenpflichtig. Ich gebe es auch mal in den Chat. So, ja. Und die Hauptseite ist auf Englisch. Ne? Aber von da findet man Zugang zur National Library of Medicine. Und da sind also gerade so für diesen ganzen gesundheitsbezogenen Bereich, da sind einfach sehr, sehr, sehr viele andere Datenbanken zusammengefasst, dass man da, dass man, Moment, oh, ich sehe gerade, ich habe aus Versehen, kam die Frage, ich hatte hier eine Voreinstellung, dass das nur an die Susanne gegangen ist, nicht an alle, das habe ich gar nicht eingestellt. Gut, die Nachfrage im Chat, so, da kommt es nochmal, Cochrane und PubMed, danke für den Hinweis. So, jetzt müssen es alle sehen, ne? Da kann man gut recherchieren. Da gibt es auch kleinere Studien, gibt es natürlich auch Meta-Analysen.
Ne? Da hat man Zugriff auf medizinische, psychologische, biologische, also ganz viele grundlegende Datenbanken, die so für unser Themenfeld auch relevant sein könnten. Vielen Dank. Jetzt will ich mal auf Wittenherdecke eingehen. Kannst du uns verraten, was der Inhalt des Forschungsprogramms aktuell ist? Ja, also ich mache ja Das seit. war ja der Ausgangspunkt, ne, dass ihr da in Harvard eingeladen wart. Dazu kommen wir dann noch. Ja, worum geht's? In Wittenherdecke, also unser Hauptakteur in Wittenherdecke ist der Professor Johannes Michalak, ne, der ja eigentlich so im Bereich früher ganz stark Achtsamkeit war. Dann stark im Embodiment, also Verkörperung von Psyche halt forscht und da ganz viele doch, wie ich finde, echt wirkliche Pionierarbeit geleistet hat. Und da der Professor Michalak Gott sei Dank auch schon lange eine eigene Übungspraxis hat, also weiß nicht, 2, 3 Jahrzehnte, glaube ich, also mindestens 2 Jahrzehnte Qigong auch, längere Zeit davon auch bei mir, haben wir halt diesen Zugang gefunden, haben irgendwann sind wir mal darauf gekommen, dass wir einfach mal ein bisschen zusammen forschen wollen. Und er hat halt einen Forschungsschwerpunkt im Bereich Depression. Er ist halt klinischer Psychologe und mit dem Forschungsschwerpunkt eben in diesem Bereich. Und wir haben halt mal überlegt, was könnte denn hilfreich für Menschen mit Depression sein? Und Professor Michalak hat verschiedene Studien gemacht zum Thema Beeinflussung von depressiven Parametern durch Haltung und Bewegung. Also Gangmuster, Haltungsmuster. Also das, was wir auch sehen, wenn wir an jemanden denken, der deprimiert ist, na, dann denken wir, das, irgendwie sehe ich das schon. Ja, was sehen wir denn genau? Wir sehen die Position des Brustbeins im Verhältnis zu den Schultern, wir sehen die Position des Kopfes, die Blickrichtung, so auf einer somatischen Ebene, ne, jenseits von vielleicht Empfindungen oder so. Aber wenn wir die visuellen Parameter klären, das sind natürlich Dinge, die kann man erfassen. Und dazu hat er Studien gemacht, er konnte tatsächlich zeigen, dass Depression korreliert ist mit abweichenden Haltungs- und Bewegungsmustern und dass man das Ganze auch manipulieren kann. Also manipulieren bedeutet, wenn ich die Haltungs- und Bewegungsparameter verändere, verändert sich die depressive Symptomatik. Und das ist natürlich ein super Ding, weil das natürlich die Grundannahme aller körperlich orientierten Tai Chi und Qigong-Übungen ist, nämlich dass wenn ich mit dem Körper was mache, dass das auch eine Auswirkung nach innen hat, dass es halt nicht auf der Körperebene bleibt, ne, sondern dass es halt reingeht in das Innere des Menschen halt, dass ja, ne, bei einer Depression haben wir es ja nicht primär einfach mit einer Verkürzung der Brustmuskulatur zu tun, die jemand in eine zusammengesunkene Haltung zwingt, sondern mit dem seelischen Erleben. Und deswegen ist das ja gerade der Schlüsselfaktor. Ne, und das geht halt so. Ne, also zumindest grundlegend, akut lässt sich das beeinflussen. Inwieweit das therapeutisch Umstimmungen bringt, wenn wir jetzt ganz sauber sind, das muss man dann nochmal gucken. Ob jemand, was wir auf jeden Fall sicher wissen, ist, dass jemand, der sich hält, als ob er nicht mehr depressiv wäre, zu Teilen also aus seiner depressiven Symptomatik rausgeht. Und was wir uns dann gefragt haben, ist, weil wir das ja vom Tai Chi und Qigong her gut nachvollziehen können, sagen, das ist quasi Depression ist Tai Yin, ne, die Yin-Komponenten, zurücksinken im Bauch, sinken im Brustbein. Na, das ist alles zu stark ausgeprägt, das Yang fehlt. Was passiert, wenn wir dieses Yang ergänzen? So, wenn wir also eine Bewegung machen, die das Aufrichten und Steigen unterstützt, die das Öffnen im Brustkorb unterstützt, kann das beeinflussen? Das haben wir gesagt, das würden wir annehmen. Ich habe selbst auch in meiner eigenen Übungspraxis das immer wieder erlebt und auch im Unterricht erlebt, dass das Stimmungen total verändern kann. Wie viele andere von euch das sicherlich auch erlebt haben, wenn sie das schon mal bewusst eingesetzt haben. Und dann haben wir halt angefangen zu gucken, inwiefern verändern denn also Qigong-Bewegung, ich habe das so eine Bewegung aus einem aus einem unserer Übungssysteme genommen, die halt zur Herzöffnung durchlässig macht, für den Herzmeridian halt gedacht ist. Und die halt ganz forciert auch mit diesem Aufrichten und Öffnen halt arbeitet. Und wir haben halt geguckt, was hat das denn für Wirkung? So, und das Interessante ist, was wir halt gefunden haben, ist, dass es auf jeden Fall, dass es die Art zu denken verändert. Das ist ganz interessant. Die Bedingungen waren relativ hart, also hart in der Hinsicht, dass wir hatten chronisch Leute, also chronisch depressive Menschen, das heißt, die waren akut eingewiesen in der Klinik und die hatten
Die Übungsbedingungen sahen so aus, also ich hätte gesagt, da kann nichts rauskommen. Das geht nicht. Also von meinem fachlichen Verständnis her, das geht nicht. Also ich hatte eine ganz negative Erwartung, weil die haben 5 Minuten Instruktionsvideo gekriegt und danach haben die 5 Minuten geübt. Und während dieser 5 Minuten üben, das heißt, die haben in diesem Leben 10 Minuten Qigong gemacht, ne, bis dahin, wurden die alle paar Sekunden von einem Gedächtnistest unterbrochen. Das ist aus methodischen Gründen notwendig gewesen, um die Beeinflussung des Denkens halt zu haben. Da habe ich gesagt, es geht überhaupt nicht. Die Leute, die sind in einem schwierigen Zustand, die sind nicht vortrainiert, wo ich denken würde, also meine Qigong-Studie, meiner Magisterarbeit, die haben 5 Monate trainiert mit den Leuten, mehrfach die Woche. So. Und da sollen chronisch Kranke, sind sie ja letzten Endes dann in so einer Situation, ohne Vorbereitung, ohne Übungsvorerfahrung, mit einer ausgeprägten aktuellen Systematik, dann sowas machen, nachdem sie 5 bis 10 Minuten geübt haben. Wie gesagt, kann nichts rauskommen. Aber also was wir gesehen haben, die Auswirkung auf die Emotionalität war nicht so stark. Da kann man sich auch vorstellen, wenn jemand in einer chronischen Depression ist, der macht jetzt 5 Minuten eine öffnende Bewegung, dass der dann plötzlich keine Depression mehr fühlt. Da würde ich sagen, das wäre schon ein halbes Wunder. Also ich würde sagen, 10 Minuten braucht er bestimmt, aber es ging halt aus methodischen Gründen, ging das nicht. Aber was sie gemerkt haben ist, und was auch wissenschaftlich, was wir signifikant beweisen konnten, ist, die Leute haben ihre Art zu denken verändert. Und das ist ganz wichtig. Da muss man wissen, bei einer Depression ist eines der stabilsten Merkmale, aber auch eines der Merkmale, das reaktiv ist. Das bedeutet, das kann man überhaupt gut beeinflussen und auch gut messen. Hängt ja auch davon ab. Es kann auch sein, dass es Merkmale gibt, die sich verändern, die ich aber gar nicht gut erfassen kann. Muss ja messbar sein, wenn es Wissenschaft ist. Ist halt die Häufigkeit, in der man sich an positive oder negative Inhalte im Leben erinnert. Wie jemand, der depressiv ist, das kennen wir, der denkt mehr an negative Inhalte. Und das ist ein sehr stabiles Merkmal bei Depressionen. Und das konnten wir umstimmen. Und das finde ich ist an sich ja schon mal wirklich, wie soll man das sagen, das ist echt unglaublich. Das heißt, wir haben den Beweis erbracht, dass wir durch aufrichtende, yangisierende Bewegung im Geist genau das gemacht haben. Wir haben also in der klassischen Sprache, wir sagen, okay, wir haben das Qi angehoben, haben es vielleicht bis ins obere Dantien angehoben, das Qi den Beihui erreicht und plötzlich, ne, ist der Kopf klarer, wacher, präsenter, ist mehr da, mehr im Hier und Jetzt, nicht nur in dem Trüben und ne, dass das Klare aufsteigen kann, das Trübe sinken kann, wenn wir die klassische Sprache benutzen. Und wir haben das zeigen können. Und die Leute haben keine andere Anleitung gekriegt, weil die überfordert gewesen wären. Ich habe erst gedacht, ja, da muss man dann begleitendes Atemmuster und Qi-Führung und Visualisierung und alles, was ich gedacht habe, was man bräuchte, das haben wir alles nicht gemacht. Die Leute haben nur die Bewegung gemacht, weil die sonst komplett überfordert gewesen wären. Wir das ohne Trainingsphase auch nicht hätten realisieren können. Und es hat trotzdem diese Wirkung, obwohl wir nur diesen Test auf der allerprofansten Ebene gemacht haben. Ne? Das war eine der ersten Studien, die wir gemacht haben. Ja, hochinteressant. Wie lange ging die Studie? Die Datenerhebung ging über mehrere Monate. Ich habe es selbst nicht gemacht, also ich habe nur die Konzeptionierung vom Programm und die Anleitungsvideos gemacht. Das haben dann Masterstudenten von dem Professor Michalak haben quasi die Durchführung gemacht. Das ist, insgesamt, glaube ich, war der Zeitraum da vielleicht 1,5 Jahre, über die Daten erhoben wurden. Aber die Erhebung war wirklich punktuell. Das heißt, die Leute wurden für die Studie rekrutiert, haben die Übungsvideos gekriegt, konnten ein paar Minuten später in einer kleinen Ruhephase das wiederholen, dann wurden die Daten erhoben. Also ich sage deswegen sehr, sehr schlechte Rahmenbedingungen von dem, was man erwarten kann. Und trotzdem haben wir diese Wirkung. Und das finde ich schon echt super. Das ist wirklich Wasser auf unsere Mühlen. Ne? Ja, sehr beeindruckend. Ja. Ja, du warst ja letzten Herbst in Harvard zu einer wissenschaftlichen Tagung. Kannst du uns dazu mehr erzählen? Worüber hast du referiert? Genau, also ja, Harvard war wirklich eine ganz, da gab es ich würde sagen, es war vielleicht die erste große Veranstaltung der Art, zumindest von der ich Kenntnis habe, Taijian Qigong als Whole Person Health, also es ging darum, quasi Taijian Qigong als Methoden der ganzheitlichen Gesundheitsfür- und Vorsorge in das öffentliche Gesundheitssystem zu integrieren. Ne? Das ist schon mal irgendwie auch ein Wahnsinnsanspruch. Also weil da nämlich gleich verschiedene Dinge drin sind, nämlich der einen Seite die Betonung eben, also Whole Person Health, das bedeutet halt nicht mehr dieses biomedizinische Bild, was man hat. Das ist also da auch ein Umschwung in der medizinischen Wissenschaft da. Das ist im Titel, das haben sie schon toll formuliert, finde ich. Ne? In der normalen Wissenschaft haben wir ja noch diese Trennung.
Dann, wenn du den Rücken hast, dann gehst du halt zum Orthopäden. Und der schickt dich ja weiter zum Physiotherapeuten. Und wenn irgendwie dich psychisch nicht wohlfühlst, dann gehst du vielleicht zum Psychotherapeuten. Aber Whole Person Health, also wirklich die, ne, die ganzheitliche Gesundheitswissenschaft, das bedeutet, der Mensch ist etwas Ganzes. Und das ist halt ganz nah an dem, was wir halt aus unseren Übungen halt erkennen und erfahren. Nämlich, dass wir ein System sind. Also, es ist am Systemdenken aus einer westlichen Perspektive gesprochen, orientiert. Und das in den Titel reinzunehmen, ist natürlich schon mal super. Da geht es jetzt nicht um kardiovaskuläre Erkrankungen oder Krebs oder eben psychische Erkrankungen, sondern es geht um den ganzen Menschen. Weil das eben etwas ist, was ja unsere westliche Medizin durch ihre Spezialisierung, die ja auch eine große Stärke ist, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Die tollen Erkenntnisse, die unsere Medizin durch ihre fein zergliederte Forschung halt gewinnen kann, das ist ja auch ein großer Gewinn. Ne, die vielen Detailkenntnisse und Therapiekenntnisse für bestimmte Erkrankungen, das ist ja wirklich super, aber trotzdem sind wir noch auf dem Stand, dass durch diese wahnsinnig feine Aufgliederung häufig der Überblick verloren geht. Und das ist eben etwas, wo ich wirklich schwerst beeindruckt war, dass sie in Harvard das auf dem Schirm hatten, dass das halt was ist, wo wir wirklich eine unglaubliche Stärke auch im Taiji und im Qigong halt haben, nämlich dass wir ja eben diesen Ganzheitsanspruch haben. Nein, wir können vielleicht nicht spezielle Krebsarten super genauso behandeln wie der Onkologe oder so, aber wir können vielleicht etwas leisten. Das macht uns nicht besser, ne, und die nicht schlechter. Wir können vielleicht etwas leisten, was die konventionelle Medizin nicht leisten kann, nämlich wir können den ganzen Menschen positiv beeinflussen. Und das ist in vielerlei Hinsicht natürlich total, total wertvoll, weil es A, was, und das ist der zweite Aspekt, den ich so beeindruckend fand, nämlich es geht um Prävention. Unser ganzes westliches medizinisches System, gerade hier in Deutschland zum Beispiel, ist ja relativ stark auf kurative Aspekte ausgelegt. Es geht darum, das Kind fällt in den Brunnen, wie kriegst du da wieder raus? Das Erste, was gestrichen wird, sind die Präventionsleistungen. Obwohl das ja vollkommener Unsinn ist, weil das Günstigste, was man machen kann, ist Prävention. Ne? Also überall, wo gesunder Menschenverstand waltet, ich hatte die Tage noch ein Gespräch mit jemandem von einer privaten Krankenkasse, da haben sie mir gesagt, natürlich bezuschussen wir Prävention mehr als die gesetzlichen, weil das ja für uns viel billiger ist. Ne? Wenn wir sie dazu kriegen, dass sie regelmäßig was für ihre Gesundheit tun, das ist ja auch die Logik, die leider in unserem Gesundheitssystem nicht da ist. Es reduziert das Leiden beim Menschen, ne? Es schenkt mehr Gesundheit, ne? Reduziert die Anzahl von Fällen, in denen man medizinische Behandlung vielleicht in Anspruch nehmen muss. Man wird nicht alles damit abwenden können, aber man kann halt echt vieles viel milder machen oder später auftreten lassen oder vielleicht auch gar nicht auftreten lassen. Und es hat irgendwie, allein dieser Titel gibt Tai Chi und Qigong, finde ich, einen ganz individuellen Platz in einem ganzheitlichen Gesundheitssystem. Da haben die Ärzte ihren Platz und die spezialisierten Therapeuten dürfen auch nicht arrogant sein, weil die können einfach Dinge leisten, die können wir teilweise nicht leisten. Na, aber wir können vielleicht auch einen ganz eigenen einzigartigen Beitrag leisten mit unserem Üben. Eben weil wir eine Art von Körper-Geist-Integration haben, die total wichtig ist fürs ganzheitliche Menschsein, auch fürs ganzheitlich Gesundsein, die sehr kosteneffizient ist, die zeitökonomisch ist, ne, weil wir ja ganz viele Dinge gleichzeitig tun, und die damit ein total wertvoller Beitrag für jedes Gesundheitssystem ist. Das war erstmal das, was mich am Aufhänger der Konferenz schon so sehr beeindruckt hat, würde ich sagen. Und was war dein Vortrag? Mein Vortrag, also ich habe mit Professor Michalak zusammen und dem Dr. Johannes Graser zusammen, haben wir einen Vortrag eben zu unseren Forschungen zum Thema Depression gehalten. Und haben da eine Stunde Zeit gehabt, also die ganze Forschung, das, was ich eben berichtet hatte, war ja nur eine Studie. Ne? Wir haben auch noch mehr Studien gemacht, halt diese aktuelle Studienlage vorzustellen, unsere Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Und haben halt, dann hab ich noch eine Chance gehabt, quasi ein paar spezielle Qigong-Übungen vorzustellen. Ich habe mit dem Professor Michalak zusammen, haben wir ja was ganz was Neues, sage ich mal, probiert. Wir haben nämlich kognitive Psychotherapie mit Qigong kombiniert in einem Programm gegen Depressionen. Und da konnte ich die Qigong-Elemente dort auch vorstellen. Ne? Ist auch wirklich verrückt, weil es war primär wie eine wissenschaftliche Konferenz. Aber sie war auch insofern innovativ, als dass an der Konferenz nicht nur Wissenschaftler teilgenommen haben,
Also die Vortragenden waren alles Leute, hauptberufliche Wissenschaftler oder Leute mit wissenschaftlichem Background. Aber es gab auch viele praktische Aspekte. Es war so anders als so normale Veranstaltungen, die sich so an Lehrende oder Praktiker halt wenden, wo primär vielleicht Übungssysteme oder Methoden im Vordergrund stehen. Es war halt diese Verzahnung, ne? Diese Verzahnung von Wissenschaft und Praktikern, die fand ich ganz, ganz innovativ. Und dass auch beides gleichberechtigt da war. Und es wurde auch in einigen Plenarvorträgen wirklich so ganz deutlich nochmal hervorgehoben, dass das auch etwas ist, was die ganze Community braucht, nämlich eben diese Verzahnung zwischen den Forschenden und zwischen den Praktizierenden, weil jeder kann seinen ganz individuellen Beitrag leisten. Also zum Beispiel die hochspezialisierten Lehrer, die halt viel, viel Wissen haben, die können im Forschungsprozess einiges auslösen. Und die Wissenschaftler bringen halt Fachkompetenz mit in den Forschungsmethodiken. Und na, man kann sich halt gegenseitig weiterhelfen. Also das ist ja genau das Modell, das ich mit dem Professor Michalak mache. Der hat auch total viel Ahnung von Qigong, aber bei mir ist es halt der Hauptberuf seit 30 Jahren. Ne? Deswegen bringe ich halt meine Qigong-Expertise und teile die Expertise ein und er hat seine Forschungsexpertise. Obwohl ich auch Forschungsexpertise habe, ein bisschen jedenfalls, aber die natürlich mit seiner als hauptberuflicher, ne, Professor für klinische Psychologie und Forscher es ist ja auch ein ganz anderer Level. Da trifft sich das Beste aus zwei Welten und kann sich im besten Fall einfach gegenseitig unterstützen. Und das fand ich auch sehr, sehr innovativ. Also sehr richtungsweisend, wirklich. Absolut. Wie war denn die Resonanz auf euren Beitrag? Also die Resonanz war sehr gut. Also ich habe sehr viele positive Kontakte aufgrund dessen aufgebaut nach Amerika, nach England. Habe spannende Leute plötzlich kennengelernt, deren Bücher ich vorher gelesen hatte, die plötzlich da standen und mich angesprochen haben. Und das war schon toll. Das ist natürlich eine unwahrscheinliche auch Vernetzungsmöglichkeit, eben weil es waren weltweit Teilnehmer da. Es waren Teilnehmer aus, weiß ich nicht, 14, 15, 16, 17 Ländern da. Europa war ziemlich schwach vertreten. Wir waren fünf Deutschsprachige. Sonst gab es noch ein bisschen Spanien, Frankreich glaube ich nicht. Und so Europa war ziemlich schwach organisiert, aber die Leute kamen auch aus Australien und viele Wissenschaftler aus China, die extra aus China angereist waren. Also das war schon wirklich bemerkenswert, würde ich sagen. Wenn du das jetzt, also du hast ja neue Kontakte geknüpft und stehst so mitten im Thema, was meinst du denn, also welche Entwicklung siehst du denn und in welche Richtung sollte weiter geforscht werden? Natürlich, wer bin ich, das zu sagen, wo die weltweite Forschung hingeht? Ich kann natürlich nur meine eigene Meinung dazu sagen. Also was ich glaube, was wichtig ist, ist, also was mir sehr deutlich geworden ist in Harvard, ist nochmal die große Heterogenität. Ich habe gedacht jetzt so als seit Jahrzehnten Übender und Vollzeit Unterrichtender hätte ich einen relativen guten Überblick über das, was es an Stilen und Methoden gibt. Und dann kommt man nach Amerika und merkt, was sie da untersuchen. Und dann haben die da Stile, von denen habe ich noch nie gehört. Da weiß ich auch nicht, wo die herkommen, ob das klassische Stile sind oder Eigenentwicklungen von irgendwem in Amerika. Und dann gibt es angeblich super Datenlage. Kommt einer mit 30 Studien zu seinem Teil, und das habe ich noch nie gehört. Und dann denke ich so, okay, ne, wir sind ja schon heterogen und dann geht es noch mal viel mehr weiter. Also was ich finde, eine große Schwierigkeit in dieser ganzen wissenschaftlichen Forschung ist eben die schon angesprochene Heterogenität in der Methodik. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen, dazu möchte ich eine kleine Anekdote einmal erzählen, die mir einer meiner Kontakte halt aus England halt erzählt hat. Ein schöner kleiner Witz vielleicht. Wie viele Tai-Chi-Leute brauchen wir, um eine Glühbirne zu wechseln? Ich weiß nicht, ob es jemandem einfällt. 100. Einer wechselt die Glühbirne und 99 stehen rum und sagen, so machen wir das aber nicht. Ne? Das ist ja das, was uns alle beschäftigt. Ne? Diese ausgesprochene Neigung zum Individuellen. Ne?
führt dazu, dass wir irgendwann eine wahnsinnig breite Streuung kriegen halt. Und diese Streuung macht natürlich Vergleichbarkeit und Objektivierung einfach total schwer. So, und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alles über einen Kamm scheren müssen, wie das die chinesische Regierung versucht mit ihrer Förderung so von standardisierten Übungssystemen. Es könnte natürlich auch ein Ansatz sein. Ich mache jetzt nur noch Liu Zijiu, Ba Duanjin und Xue Duanjin und diese ganzen standardisierten Programme. So könnte man es auch versuchen, aber dann nimmt man natürlich ganz viel weg. Ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt sein könnte, hinter die Trennung zu gucken. Also wahrscheinlich die meisten von euch kennen das. Wenn man länger übt am Anfang, ist man ja, irgendwann wird man eingenommen von seiner Methodik, seinem Lehrer, seinem Stil. Und ich glaube, dass das viele von uns betrifft, diese Überzeugung, dass das, was wir machen, schon ziemlich gut ist und vielleicht auch viel besser als das, was alle anderen machen. Das ist übrigens auch in China, für alle, die schon mal in China waren, sehr weit verbreitet. Das haben wir nicht von ungefähr. Das haben viele unserer chinesischen Lehrer sehr ausgeprägt. Ich glaube ja fast, dass man nicht Meister werden kann, wenn man nicht dieses Selbstbewusstsein hat, dass man glaubt, meine Methode ist die beste. Ne? Ich glaube, das ist fast so ein Selektionskriterium, dass man das einen vielleicht von der Meisterschaft abschneiden könnte, wenn man diesen gefestigten Glauben an sich und seine Methode hat, aber sonst vielleicht gar nicht Wirkung auslösen kann, die stark genug sind. Aber die Schwierigkeit ist eben, dass es zu sehr streut. Und was ich glaube, was eine gute Entwicklung wäre, wäre, wenn wir auf die Wirkmechanismen gucken. Das heißt, ich finde es ein wichtiges Forschungsfeld zu gucken, was liegt jenseits der Trennung. Das ist vielleicht auch alle, was alle erleben, wenn man länger übt und lehrt. Irgendwann fängt man an, dahinter zu gucken und merkt, ja, so klar gibt es unterschiedliche Methoden, aber es gibt schon einfach auch Kernprinzipien, die ähnlich sind. Und ich glaube, dass das herauszufinden, was so den Wirkungskern von Tai Chi und Qigong ausmacht, also jenseits der unterscheidenden Merkmale, ne, dass das was total Spannendes sein könnte. Das ist etwas, wo ich auch so für mich gesagt habe, das ist was, was mich auch in meiner weiteren Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Forschung, was mich wahnsinnig interessiert, eben herauszufinden, was macht Tai Chi und Qigong überhaupt wirksam? Nicht, welche Übung erzielt welche Wirkung, sondern was genau an der Übung löst die Wirkung aus? Was sind die Wirkungsträger? Und das ist etwas, wenn man das einmal herausfinden würde, was man natürlich dann zuordnen kann, unabhängig von der Methode, wo man sagen kann, ne, weil es gibt ja bestimmte Dinge, wo man sagen kann, okay, wie löse ich denn überhaupt eine Entspannungsreaktion im Körper aus? Ne, dafür gibt es klare Trigger, die kann man neurophysiologisch ableiten, die kann man beweisen. Und dann kannst du sagen, welche dieser Trigger benutzt deine Methode das? Und dann kann man das messen. Und wenn man sagt, wenn das Ziel wäre, eine Entspannungsreaktion auszulösen, dann womit bedienst du das? Da gibt es verschiedene Wege hin, die können sich auch sehr unterscheiden. Aber ein Kernelement könnte das sein, so ein ganz einfaches Element. Und da könnte es auch natürlich viele andere Bausteine geben. Und das wäre, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven wichtig. Also erstmal öffnet es natürlich jetzt, wenn wir von unserem Thema heute ausgehen, das Tor hin zu überhaupt einer Vergleichbarkeit und einer leichteren Erforschbarkeit. Aber vielleicht noch wichtiger, finde ich, ist, dass es diesen elenden Schulenstreit beendet. Ne? Also diese Idee, wer hat jetzt recht und wie ist es richtig? Und ist es so, ist es aber nur so, wie wir es machen, ist es dann zu sagen, nee, was wollen wir? Also funktional zu denken, klar zu sein, was wollen wir überhaupt? Wie erreichen wir das? Das klar zu kommunizieren, das ist etwas, was man daraus auch dann mitnehmen könnte, auch vielleicht in einen positiven Impuls in die ganze Tai Chi und Qigong-Gesellschaft. Also nicht nur im Sinne von, wie können wir besser forschen, damit wir gesichertere Erkenntnisse haben, wie können wir dadurch vielleicht mehr Rückhalt in der Öffentlichkeit finden, weil wir vielleicht unser Üben, unser Unterrichten auf gesicherten Erkenntnissen aufbauen, sondern es könnte vielleicht sogar zu einer kleinen Evolution führen. Nämlich zu sagen, der eigentliche Kern könnte doch, zumindest könnte aus folgenden Bausteinen bestehen. Wie kommst du dahin, wie komme ich dahin? So, ne? Und manchmal stellt man vielleicht auch fest, der eine kommt gut hin, der andere kommt nicht so gut hin, nur gut, aber dann kann man was lernen. Und das ist, finde ich, etwas, was ich ganz wichtig finde, was für mich auch eine Art Zukunftsvision darstellt, ist eben diese, also ich finde, das Tai Chi und Qigong, das kommt durch die chinesische Kultur, ne? Die hat ja diese Idee, dass die Alten im Altertum, die haben es schon gewusst. Und das ist ja immer, wenn das alt ist, dann ist es gut. Das ist allerdings interessanterweise nirgendwo so, außer im Tai Chi und Qigong.
Ne? Also die Vorstellung eines glorreichen Zeitalters, wo alles gut war und wo die Weisen gelebt haben, die voll verwirklicht in ihrem Potenzial waren. Also ich sage mal ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Steinzeit leben oder im Mittelalter. Unsere Zeit hat jetzt ihre Herausforderungen, aber ich bin ganz froh, nicht jeden Morgen mir irgendwie den Weg freikämpfen zu müssen gegen marodierende Räuber, Wegelagerer oder gegen wilde Tiere kämpfen zu müssen. Das finde ich echt, ist eine totale Errungenschaft. Ne? Das heißt, wir unterliegen ja eigentlich einem Evolutionsprozess in allen Bereichen der Gesellschaft. Nur im Tai Chi Chuan gibt es immer noch, das sind so sehr archaische Denkmuster, die ich eigentlich aber als total überholenswert empfinde. Das ist immer die Frage, wie alt ist das? Allein die Frage, sich zu fragen, das dokumentiert das ja. Wo kommt das Tai Chi her? Wer hatte zuerst das Tai Chi? Ich finde diese Frage, ich sage es mal ehrlich, ich finde sie, nee, sage ich es mal nicht so, mir lag gerade ein bisschen spitzer Begriff auf der Zunge, ich finde sie nicht sehr hilfreich. Weil das am Kern vorbeigeht. Die Frage ist nicht, wie alt ist das? Die Frage ist nur, wie alt ist das? Wenn ich glaube, dass je älter es ist, desto besser ist das. Ne? Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass in allen Bereichen des Menschseins eine Evolution stattfindet, wenn wir das zulassen. Das passiert überall. Wenn wir in der Sportwissenschaft gucken, alle Leistungen im Sport, einfache Dinge, die sich messen lassen, wie weit kann ein Mensch laufen, wie schnell kann er laufen, wie schwierig sind turnerische Übungen gemessen in turnerischen Schwierigkeiten? Es wird alles immer besser im Laufe der Zeit. Nur im Tai Chi und Qigong, da hatten sie damals die volle Wahrheit und heute hat keiner mehr Ahnung. Das ist irgendwie ein spezielles Denkmuster und ich glaube, dass das falsch ist. Es sei denn, wir machen das zu dem. Und da, wenn wir uns wirklich verständigen über das wahre Ziel und den wahren Zweck und dann Klarheit gewinnen über, was ist das Ziel, was ist der Zweck, was ist die Methode? Und da geht es halt um diese, ne, da ist die Verbindung zu diesem Suchen nach dem, was macht Tai Chi und Qigong wirksam, dann leisten wir einen Beitrag, wie ich finde, der sehr nötig wäre, zur Evolution des Tai Chi und Qigong. Weil ich glaube nämlich, dass wir das Ganze weiterentwickeln können. Ich glaube nicht. Also, wir können alle vor unseren eigenen Lehrern unser Haupt in Demut leisten. Ich bin selbst seit vielen, vielen Jahren Schüler. Ich bin immer noch auch nur Schüler. Trotz fast 40 Jahren Erfahrung bin ich jetzt bei seit über 25 Jahren bei meinem Lehrer, ja, und ich bin immer noch auch nur Schüler. Ich habe immer noch so viel zu lernen, aber trotzdem glaube ich, dass wir einen Beitrag leisten können. Das geht aber nur auf Basis einer anderen geistigen Einstellung. Eine Einstellung, die uns erlaubt, Erkenntnisse selbst zu gewinnen, sinnvolle Weiterentwicklung vorzunehmen und auch kritisch zu hinterfragen. Ne? Weil das ist ja etwas, was die Wissenschaft sich erlaubt, anders als die Tradition. Die Tradition verlangt Vertrauen in die Tradition und die Wissenschaft, erlaubt kritisches Hinterfragen. Die hat Vertrauen in die Ratio und in die wissenschaftliche Forschungsmethode. Und das kann sich teilweise ganz schön beißen. So, und ich glaube aber, dass wir das Beste aus beiden Welten nehmen können. Und da könnte halt eben eine Fokussierung auf die Wirkungsmechanismen wirklich also ein Erkenntnisgewinn und einen evolutionären Beitrag zu der ganzen Tai Chi und Qigong-Szene halt leisten. Raus aus dem Schulenstreit, raus aus dem, wer hat Recht, hin zu dem letzten Endes, was hilft. Wie Paracelsus schon gesagt haben soll, wer heilt, hat Recht. So darum geht's. Ne? Denke ich. Meine Perspektive. Und ich glaube, das wäre was, was uns allen total gut tun würde. Der ganzen Szene auch total gut tun würde. Das wäre ein Punkt. Ich hätte noch einen, was ich wichtig fände, wo es hingehen sollte, ist wie in Harvard, dass Wissenschaftler und Praktiker sich mehr verbinden. Menschen, die interessiert sind an Forschung, die aber da eine Offenheit haben, die aber eine Expertise haben im Tai Chi und Qigong, weil die musst du schon haben, ne? Um da wirklich mitwirken zu können, musst du schon echt auf ein Verständnislevel und ein Könnenslevel haben, dass die sich mit Wissenschaftlern verbinden, ne? Die auf derselben Wellenlänge sind, um einfach solche Forschungsprozesse voranzutreiben, weil wir dürfen das nicht vergessen, dass natürlich solche Forschungen von vielen Dingen abhängen. Die hängen von Interessengruppen ab, die hängen von finanziellen Mitteln ab und es braucht Menschen, die sich dafür einsetzen. Und da können natürlich Interessierte Laien, ne, können natürlich einfach einen Beitrag leisten, ne, dass sich das weiterentwickelt, indem man interessante Vorschläge macht, indem man Forschungsprojekte anstößt, Kontakte vermittelt, sich einbringt in solche Projekte als Lehrer. Ne, also das könnten Möglichkeiten sein. Das wäre, glaube ich, was, was ich total gut finde, was auch in Harvard zum Beispiel explizit Bestandteil eines Forums war. Wie kriegt man das hin, diese Verzahnung hat? Ja, was ich noch wichtig finde, ist vielleicht, dass man offen, wenn die Wissenschaft das leisten kann,
eben, dass man diese bisher schwierigen Aspekte im Taijin Qigong, die bis jetzt so mit so konventionellen Messmethoden teilweise schwierig nachvollziehbar waren, wie Qi, ne? Wenn man das klarer messen kann, klarer beweisen kann, das funktioniert ja einfach durch eine Verbesserung der theoretischen Modellbildung, indem ich zum Beispiel einfach nur sage, was ist denn überhaupt Qi? Wenn ich die Idee habe, Qi geht mit Wärme einher, dann kann ich eine Infrarotmessung machen und kann sagen, wenn das Qi in deine Hände kommt, ne, weiß jeder, das kann, gibt diese Wärmephänomene, und wenn das Qi wie ich in den Händen kommt, nein, dann ist dir nicht mehr kalt, ist nicht so. Ne, das Qi ist ja in dem Aspekt ist Yang und dann entsteht Wärme. Mach mal eine Infrarotaufnahme mit einer Infrarotkamera, es ist nicht so schwierig. Dann kann, du kannst das objektivieren. Und manchmal braucht es also andere Denkmodelle, also Modellbildung, die sich weiterentwickeln müssen. Und dann natürlich vielleicht auch eine Verfeinerung der Messmethoden. Ne, weil manchmal gibt es vielleicht viele Dinge, die sich vom aktuellen Stand aus noch gar nicht so messen lassen, weil das Instrumentarium dafür nicht da ist. Also zum Beispiel die Sache mit den Biophotonen ließ sich auch erst messen, als man extrem hochauflösende Fotodioden entwickelt hat, die vor diesem Stand überhaupt gar nicht, das konnte gar nicht erfasst werden, weil die Messinstrumente das nicht abbilden können. Ne? Das ist, Messinstrumente haben gewisse Messgenauigkeiten, und wenn die Dinge unter einfach von der Wirkung her zu fein sind, dann kann es sein, dass es nicht erfasst wird. So, kann aber trotzdem eine Wirkung haben, auch wenn es nicht gemessen werden kann. So, ne? Was haben wir noch? Ja, ich glaube, das wären so Dinge, wo ich denken würde, das könnte eine gute Richtung sein. Das waren sehr revolutionäre Sätze auch. Ich will noch mal einhaken, hinter die Trennung kommen. Und was sind die Wirkungsträger und so, also dein Aufruf mehr dahin zu kommen, dass es eine Vergleichbarkeit da ist und dass wir mehr danach gucken, was sind denn die Kernelemente. Wir sind ja hier in einem Netzwerk, ja. Wir sind ja nach wie vor das Netzwerk, und ich weiß, dass heute Abend auch einige Expertinnen und Experten dabei sind. Vielleicht wäre das der Auftakt für so eine kleine Gruppe, die sich damit beschäftigt. Vielleicht habt ihr, ne, ich sehe euch ja jetzt nicht alle, aber vielleicht hat jemand von euch oder mehrere Lust, da mal sich zusammenzutun und auch darüber nachzudenken, weil das ist ja immer eine Sache, dass man im Team da weiterkommt gemeinsam. Das ist so, vielleicht ist das heute auch sowas wie eine Geburtsstunde. Ja. Es könnte ein Evolutionsschritt sein. Ne? Ja. Das ist etwas, was ich total toll finde. Ich bin da auch offen, wenn jemand Lust hat, sich da mit mir zu vernetzen. Also ich habe eine kleine Forschungsgruppe schon mit dem Professor Michalak und mit einer Professorin von der Indiana State Universität, die eigentlich aus Korea kommt, selbst aber auch Übende und Lehrende ist und die Connections nach Korea hat, wo wir uns gerade in so eine Richtung bewegen. Kontakte nach England, die in so eine Richtung gehen. Also da... sowas fände ich total gut. Also, dass er gerade für die alten Hasen, die wirklich schon lange dabei sind und die Interesse haben, eben daran diese Trennung zu überwinden, hin zum wahren Wirkungskern zu kommen, die sagen, ich finde, das wäre ein gutes Ziel, fände ich eine Vernetzung wirklich was sehr, sehr, sehr Wertvolles. Ja, also fühlt euch eingeladen und schreibt uns einfach entweder direkt an BVTQ, an die Adresse, oder an Tobias, also wir werden auf alle Fälle das nachbereiten und dann auch noch mal schauen, wie wir da weiterarbeiten können. Mhm. Ja. Wenn der BVTQ da was zu machen will und sucht Unterstützung, bringe ich mich gerne ein. Wunderbar, da freuen wir uns. Ja, es kam noch mal die Frage, nach dieser Studie war der Wunsch, wo kann man die nachlesen? Das hatte wohl schon jemand beantwortet, aber die Beatrice wollte es gerne noch mal wissen. Die Studie über die Depression, worüber du gesprochen hast. Die Studie, ich habe gerade den Linken nicht da. Man kann über die Seite von der Uniklinik gehen, Uniklinik von Wittenherdecke. Wenn ihr nach Professor Johannes Michalak, Uni Wittenherdecke sucht, geht auf sein Personenprofil, hat er ein Publikationsverzeichnis. Und im Publikationsverzeichnis sind die Studien
aufgelistet und ich meine, die müssten dort teilweise auch mit Links sein. Also die letzten Studien waren auch frei zugänglich, sodass man die im Prinzip, also die Veröffentlichungen sind auf Englisch. Ne? Also das, was wir veröffentlichen konnten, so zwei, drei Dinge haben wir auch in englischen Fachjournalen halt veröffentlicht. Da kann man da sich nochmal kann man nochmal nachlesen, wenn man das möchte. Wunderbar, vielen Dank. Gut, also ich lese hier ab und zu mal den Chat. Ulrike, war das eine Frage an alle oder an Tobias mit den Wirkungsmechanismen? Okay, das wird mir jetzt zu viel. Tobias, ist okay, wenn wir noch mal ein paar Fragen jetzt beantworten, so dass wir mal... Natürlich. Wir schauen mal, wie das geht. Ne? Also wir sind ja immer noch viele. Ja. Also, war das denn jetzt mit den... War das denn mit den Wirkmechanismen? Sollen wir darauf eingehen? Oder? Das weiß ich nicht. Die Ulrike hatte die Frage gestellt. Ich meine, das ist natürlich nicht sehr... Ich wollte gern wissen, was sind aus deiner Sicht die verbindenden Wirkungspunkte? Naja, also die verbindenden Punkte sind natürlich da. Unser System ist ja, da finde ich, ist eine große Parallele im östlichen Denken, wie im westlichen Denken, ist ja top-down strukturiert. Ne? Also wenn wir im östlichen Denken das haben, dann haben wir die Ausgliederung aus dem Undifferenzierten, aus der Lehre, aus dem Wuji, in Liang Yi, in die beiden Pole, rein ins Taiji, in die Yin-Yang-Wandlung, rein in die Sichang, die vier Yin-Yang-Bilder, in die Bagua, in die acht Trigramme und so. Ist ja ein System der Ausdifferenzierung. Und am einfachsten ist es, denke ich, wenn wir möglichst oben ansetzen. So, ne? Also Wirkmechanismen oder Wirkungspunkte möglichst in den Bereichen, die möglichst allgemein sind, weil die möglichst viele Bereiche halt umfassen. Also zum Beispiel eine einfache, gut nachvollziehbare Sache, wo es auch wahrscheinlich schon einiges an Erkenntnissen gibt, ist zum Beispiel, wie greift Taiji und Qigong in die Regulation des vegetativen und autonomen Nervensystems ein? Ne, wie kann ich Sympathikus und Parasympathikus durch Taiji und Qigong-Übungen triggern, ne, Regulationen herstellen? Das ist eine Sache, die basiert auf sehr anerkannten, sehr basierten westlichen Mechanismen, die sich einfach nicht verleugnen lassen, die du, wenn nötig, quantifizieren kannst in Wirkung, gegebenenfalls teilweise sogar messen kannst. Da gibt es sogar Messverfahren zu über Herzfrequenzvariabilitätsmessungen, HRV-Messungen und so, wo es also Forschungsansätze auch gibt, die auch teilweise gar nicht mal so aufwendig sind. Und das wäre zum Beispiel ein Wirkmechanismus. So, ne? Atmung, ein anderer Wirkmechanismus, Haltungsausrichtung, verschiedene Dinge. Es ist so, gerade auch noch bei uns im Entstehen, so die einzelnen Punkte. Aber wie gesagt, was ich glaube, ist, das Beste ist, auf sehr grundlegenden Prozessen anzusetzen. Also unsere Kollegin da an der Ohio State Universität, die hat einen Forschungsschwerpunkt sich gesetzt im Bereich Meridiane. Die analysiert den Qi-Fluss in den Meridianen bei Taiji-Figuren. Das hat natürlich total super spannendes Feld, ist aber schon sehr spezialisiert. Und ich glaube, dass es total sinnvoll ist, eben bei diesen generalisierten, eben wegen der Top-Down-Strukturierung, bei diesen generalisierten Mechanismen anzufangen. Und wenn wir eben neurophysiologisch denken, kann das also autonom, vegetative Nervensystemregulation sein, Haltungsregulation, auf einem mechanischen Level, etc., etc. Ja, gut, vielen Dank. Also ich rufe nochmal auf zu einer Forschungsgruppe, wo man darüber gemeinsam nachdenkt. Ich denke, das war jetzt eine gute Anregung von dir. Und ja, Tobias, ich denke, wir haben hier ziemlich viel beleuchtet. Also ich hatte hier noch die Frage, aber die haben wir auch irgendwie schon beantwortet. Was können Praktiker tun, um Forschungsprozesse zu unterstützen? Das war ja jetzt eigentlich das, worüber wir zuletzt gesprochen haben. Ja, genau. Also was vielleicht, was man noch,
Das ist schon natürlich ein bisschen was, was man eventuell noch tun kann, ist, also es gibt ja verschiedene Evidenzlevel und ein Praktiker kann natürlich in normalerweise nicht eine randomisierte Doppelblindstudie durchführen, ne, weil er dafür weder die methodische Kenntnis hat, noch die Mittel, ne. Aber der niedrigste Evidenzlevel sind ja Fallbeispiele. Und das ist was, was als Ausgangspunkt für Pilotstudien dienen kann, zum Beispiel, wenn ich sage als Lehrer, ich mache bestimmte Beobachtungen. Eine Fallstudie sieht ja so aus, ich habe XY oder ich habe von mir vielleicht mein eigener Fall. Ich komme mit folgender Symptomatik, mein Teilnehmer kommt mit folgender Thematik und ne, die ist so und so ausgeprägt, der Mensch bringt die und die Merkmale mit, Alter, Größe, Gewicht, Beschwerdebild. Wir denken erstmal medizinisch, gesundheitlich, ne, aus dieser Perspektive. Und dann haben wir was gemacht. Was haben wir gemacht und wie hat sich das gebessert? Rein in dem subjektiven Empfinden, vielleicht kann man ja sogar irgendwas erfassen. Ne? So, er kam mit hohem Blutdruck und nachher hat er seinen Blutdruck gemessen und wir berichten eine Reduktion des hohen Blutdrucks oder Belastungsblutdrucks oder was auch immer. Ne? Das heißt, da kann man solche Dinge, solche Erfahrungsberichte, Fallstudien nennt sich das ja, kann man einfach machen. Kann man sammeln, die kann man im Internet zugänglich machen. Es werden teilweise auch immer wieder in medizinischen Journalen solche Dinge veröffentlicht. Das sind häufig dann so Gedankenanstöße, dass dann Leute sagen, okay, da könnte da was dran sein. Ist das jetzt ein Einzelfall oder hat das eventuell das Potenzial, dass da was Wichtiges aufgezeigt wird? Und da könnte man dann im Prinzip ansetzen und da könnte dann sein, dass was draus wird. Und das ist was, was natürlich alle Lehrer machen können. Das ist ja was auch so erstmal für den wissenschaftlichen Laien schon mal ermunternd ist, wenn ich sage, pass auf, hier, Lehrer, ich habe jetzt, da kommt jemand mit Rheuma und der nimmt jetzt bei mir an einem Kurs teil, das hat er so und so lange gemacht und nachher sagt er, ihm geht es so und so viel besser. Ne? Das ist ermunternd, das ist bestätigend, psychisch aufbauend, auch für die Kursteilnehmer, ne? Erhöht die Selbstwirksamkeitserwartung, das Vertrauen in die Übungssysteme und kann eben auch eine Grundlage bilden für Forschungsprozesse. Eine gute Werbung ist es nebenbei auch für alle Lehrer. Ne? So, also Erfolgsgeschichten von Schülern, das könnte man tun. Und was noch interessant sein könnte, also was ich auch vielleicht noch sagen möchte, wo die Entwicklung hingehen könnte, was ich total wichtig fände, auch wenn man das sich anguckt, wer da in Harvard war, das waren alles Leute, soweit ich das überblicken kann, die selbst eine Übungspraxis haben, also zu 85%. Na, das waren alles Leute, die selbst im Übungsweg verbunden sind, aber parallel halt auch Forscher sind. Und wir brauchen einfach Forscher, die daran interessiert sind und die eine Notwendigkeit darin sehen, sich damit zu beschäftigen, aufgrund ihrer eigenen intrinsischen Motivation. Und das ist etwas, was ich auch total gut fände, wenn es einfach, es gibt ja immer wieder Leute, die auch Kontakt in die akademische Szene rein haben. Ne, eben weil sie auch einen akademischen Background haben. Wenn das einfach in der Multiplikatoren-Schulung, in der wissenschaftlichen Ausbildung, in der universitären Ausbildung einfach häufiger Thema wäre, dass mehr Menschen damit früher, vielleicht noch in jungen Jahren, in Kontakt kommen, dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann gehen ein paar Leute gehen durch die wissenschaftliche Ausbildung, promovieren, habilitieren nachher irgendwann. Und dann plötzlich haben wir einen Professor mehr, der hat einfach von jungen Beinen an Qigong geübt hat. Und dann sagst du, pass auf, das ist eine gute Sache. Da kann ich mir vorstellen, weil mir da selbst was dran liegt, dann bringe ich mich ein. Und waren eben genau diese Leute. Die Leute, die sagen, ich bin der Überzeugung, das tut was Gutes, weil ich das selbst erfahren habe. Und deswegen begebe ich mich da überhaupt rein. Und das ist auch etwas, was vielleicht gerade die alten Hasen, die vielleicht auch mit einem Bein im akademischen Bereich stehen, weil da muss man ja drinstehen, damit man an der Uni lernen kann, weil es findet man zu dieser Klientel keinen Zugang. Und mit dem anderen Bein aber auf dem Übungsweg stehen, vielleicht einen tollen Beitrag leisten können. Na, kann ich nur zu aufrufen, stürmt die Universitäten mit Lehrveranstaltungen und findet natürlich einen Weg, einen Zugang zu finden. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Zu einem wissenschaftlich denkenden Menschen, das braucht eine bestimmte Expertise auch, ne, an Sprache, an Denkmodellen, um dann einen Zugang zu finden, dass die Menschen sich auch öffnen können. Dass sie nicht sagen, also war irgend so ein, warum haben sie denn den Esoteriker jetzt hier reingelassen? Ne? Sondern dass sie denken, so, guck mal, da ist jemand, der bietet uns eine echte Horizonterweiterung. Ne? Der beleuchtet Perspektiven, die werden woanders gar nicht beleuchtet. Ne? Das ist einfach ein Gewinn, mehr, eine ganz andere Perspektive. Wenn das gelänge,
glaube ich, dass dann würde es auch von der Wurzel her das System noch mal langsam infiltrieren. So, ne? Muss man natürlich können und wollen. Ne? Ich habe damit auch mal angefangen, habe es dann wieder aufgegeben, weil ich mich nicht im akademischen Lehrbetrieb verschreiben wollte, weil die Leute mir alle zu wenig motiviert waren, die nämlich in universitären Lehrveranstaltungen waren. Aber mittlerweile trage ich mich doch mit dem Gedanken, ob das nicht vielleicht wieder auch mal Thema werden könnte, wenn man irgendwo da glauben würde, dass es auch eine wirkliche Auswirkung hätte, ne? Dass die richtigen Leute da auch sitzen. Ne? Also Studenten, die das nur wegen Leistungspunkten oder so machen, da hatte ich mit zu tun und so, das ist nicht erfreulich. Das müssen Leute sein in Wahlveranstaltungen, die intrinsisch motiviert sind, die da nicht reingezwungen werden, um Leistungsscheine zu machen. Das ist genauso wie Krankenkassenkurse unterrichten. Kann man machen, bringt aber am Ende nicht viel. Ne? Ja, gut. Vielen Dank, Tobias. Das war auch nochmal ein guter Anstoß und Aufruf, dass es in den Universitäten, denke ich, so ein Shift geben wird. Davon bin ich ziemlich überzeugt, ne, dass auch die nächsten Generationen von Professorinnen und Professoren da mehr Interesse zeigen und dass sich einfach so diese, worüber du erst gesprochen hast, so diese ganzheitliche Sicht auf Gesundheit, dass das mehr und mehr auch in Europa auch von Bedeutung wird. Ja. Und ich denke, das wird auf jeden Fall so sein. Das muss alleine auch so sein, weil das Einzige ist, was zumindest in der Lage ist, den Menschen gesund zu halten. Also ich glaube, die Spezialisierung der Medizin ist gut. Ne? Also wenn ich irgendwie eine furchtbare Erkrankung am rechten kleinen Zeh habe, dann ist es super, wenn ich dafür einen Experten habe. Aber wenn es darum geht, ein System in Balance und im Gleichgewicht zu halten, dann brauche ich dafür eine andere Expertise. Und ich denke nochmal, da können wir einen tollen Beitrag leisten, dieses innere Gleichgewicht der Menschen zu erhalten. Das könnte auch ein Forschungsschwerpunkt sein, also die Verbindung zum Systemdenken im Gesundheitsbereich. Ne? Das könnte lohnenswert und vielversprechend sein, halt auch Gesundheitsmodelle weiterzuentwickeln. Und da war ich auch ganz erstaunt in Amerika, dass es da wirklich eine von Regierungsseite gestützte Forschung gibt. Bei uns ist es ja anders. Ne? Da kommt das Geld von Universitäten oder aus Drittmitteln. In Amerika gibt es wirklich, deswegen sind die da teilweise auch eine Ecke weiter als wir, gibt es Fonds vom Staat. Ne? Da gibt es so eine spezielle Agency, die sich da mit der Forschung unterstützt. Die schießen jedes Jahr Millionen in die Taichi- und Qigong-Forschung. Das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Gibt es, glaube ich, in Europa, habe ich noch nie gehört. Also in Deutschland ganz sicherlich nicht. Und das wäre natürlich vielleicht auch etwas. Ich weiß nicht, wir werden unser Gesundheitssystem und die Art und Weise, wie Wissenschaft bei uns funktioniert, nicht ändern können. Aber wenn man natürlich Menschen bewegen könnte, Mittel bereitzustellen, das dürfen wir auch nicht vergessen, wissenschaftliche Forschung braucht Mittel. Mhm. Ne? Wer bezahlt denn die Menschen, die Forschung machen? So, wer bezahlt die Messungen, die Apparaturen etc.? Das läuft ja alles nicht umsonst. Und das natürlich auch, könnte auch ein Beitrag sein, wenn jemand jemanden kennt, der einfach Mittel hat, ne, dass vielleicht Menschen bereit sind. Es können auch Firmen sein, zum Beispiel, ne, solche Dinge zu unterstützen. Oder Privatpersonen, die über Mittel verfügen, wäre vielleicht auch sehr interessant, durch Stiftungen oder so. Ne? Eben weil das bei uns von Staatswesen, von der staatlichen Sicht her halt nicht so ist. Weil wir keine Förderung von so einer Forschung haben. Ne? Ja, lass uns da weiter austauschen. Ich weiß, dass in Griechenland eine Kollegin, die ist ja an der Uni und die hat da ganz tolle Forschungsergebnisse auch veröffentlicht. Ich denke, das ist gut, wenn man auch voneinander weiß. Ne? Dafür brauchen wir Netzwerke. Netzwerke von Menschen, die halt da ein gleichlaufendes Interesse haben, ne, die einen Zugang zueinander finden und sich dann dorthin entwickeln, gemeinsam entwickeln und die Sache weiterbringen. Ne? Genau. Gut, ich denke mal so, das ist jetzt schon mal ein schöner Schlussgedanke. Dann vielen Dank, dass du unser Gast warst und für deine interessanten Ausführungen. Ganz toll und vielen Dank für deine Zeit und lasst uns weiter in Verbindung bleiben. Also ich denke, wir werden auf alle Fälle noch mal ein bisschen sprechen darüber und vielleicht gelingt es uns ja so eine kleine Gruppe, die das weiterentwickelt.
Jo, dann. Ich hätte noch eine Frage, Sonja. Na, und dann. Tobias. Weil, dann. Darf ich die noch kurz fragen? Na bitte. Meinetwegen, ich habe noch Zeit, gerne. Ja gut, Tobias, ich hatte nämlich letztes Jahr in einem meiner Nachrichtenportale eine, also das war Xing heißt es. Das ist so ein ganz seriöses Portal. Und das hatte gemeldet, dass die Universität, also Harvard, eine Studie gemacht hat, was die beste Sportart wäre, mit der man, die man lange machen kann, bis ins hohe Alter, die den Bewegungsapparat gesund hält, den Stoffwechsel und die Psyche. Und da wäre Tai Chi rausgekommen. Hast du da auf der Konferenz davon was gehört? Nein, habe ich nichts gehört. Es ist natürlich ein Ergebnis, das uns allen sehr gefällt. Ja, weil das natürlich das ist, was wir alle gerne hören wollen. Aber es hat natürlich eine gewisse Plausibilität. Ob und wie weit es dann tatsächlich in einem Vergleich, wir sind natürlich alle total parteiisch, das dürfen wir nicht vergessen, weil wir sind total überzeugt von vom Tai Chi und vom Qigong, aber inwiefern es in einem objektiven Vergleich, sagen wir mal, wirklich anderen Verfahren überlegen ist, wie der Mischung aus Entspannungsverfahren, Walking und ein bisschen Gymnastik, das muss man erstmal nochmal sehen. Ne? Das sagt der kritische Geist dann. Ne? Weil manchmal sind die Unterschiede auch gar nicht dann so groß. All das Spezielle, was wir glauben, was speziell ist, manchmal geht es vielleicht wirklich nur darum, beweg dich ein bisschen mehr, halt dein vegetatives Nervensystem in einem Gleichgewicht, verbrenn genug Kalorien. Na, manchmal sind das schon die ganz großen Wirkfaktoren. Und ob du jetzt dein Qi spürst, dein Qi nicht spürst, zu Himmel und Erde verbunden bist, wie stark die Wirkungen, die von solchen feinen Mechanismen ausgehen sind, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Aber das ist die Frage, die stellt sich wieder in diesem Zusammenhang mit den Wirkmechanismen. Was wirkt, vor allem was wirkt wie stark? Wie stark wirken einzelne differenzierte Aspekte oder reicht es einfach schon mal? Natürlich ist es besser, wenn du Tai Chi und Qigong übst, als wenn du jetzt, oder Tai Chi jetzt, was den Bewegungsaspekt angeht, als wenn du jetzt sagen, dich gar nicht bewegst. Und das wird immer besser sein. Aber ob es so viel besser ist als ein ausgewogenes anderes Sportprogramm, das gelenkschonend ist, altersangemessen, wohldosiert. Es kann sein, aber wir wissen es nicht. Ne? Vielen herzlichen Dank. Danke auch an euch alle, die ihr gefolgt seid und mit dabei wart. Auch viele haben sich schon verabschiedet. Also dann einen schönen Abend noch. Ja, von mir auch einen schönen Abend. Wenn jemand sich austauschen möchte, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Ich bin im Internet gut zu finden. Und danke nochmal für die Einladung. Wenn jemand sich mit mir vernetzen möchte, in diesem speziellen Anliegen, freue ich mich über Kontaktaufnahmen.